Polstern ist meine Leidenschaft. Dazu kommt, dass im nächsten Jahr, in 2018, in unserer Familie seit 100 Jahren gepolstert wird. Mein Großvater hat 1918 die Polsterei Heinrich Weber in Irlich gegründet. Und als Kind habe ich schon immer in der Werkstatt gespielt, habe ihm zugeschaut, habe gebastelt und habe heute noch, wenn ich meine Werkstatt betrete, den Geruch von gekochtem Leim in der Nase. 1971 habe ich in der Bundesfachschule in Stuttgart die Meisterprüfung gemacht und war damals der jüngste Meister Deutschlands mit 21 Jahren. In 7 Kapiteln erläutere ich, wie ein Sessel klassisch gepolstert wird. Das Gestell ist ein klassischer Ohrensessel, der aber von der Form her etwas kleiner ist als die normalen Sessel. Also es ist für eine Körpergröße bis zu 1,76 Meter gedacht. Die Gestellkanten müssen gebrochen werden, also entschärft werden, so dass der Stoff im Gebrauch nachher sich an den Kanten nicht aufscheuert. Die Gestellgröße gibt die Anzahl der Federn vor. Hier zeichne ich jetzt an, wie die Federn nachher auf dem Schnürboden stehen werden. Da mache ich das Gleiche. So, das ist prima. Jetzt werden die Gurte angenagelt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gurte eingeschlagen werden, um ein Ausreißen zu verhindern. Die Gurte sollten nicht bis zur Vorderkante der Zarge genagelt werden, sondern man sollte Luft lassen, um nachher den Bezugsstoff annageln zu können. Die besten Gestelle sind aus kurzfaserigen Hölzern, eben in der Regel aus Buche. Die Gurtstifte werden versetzt angenagelt, um ein Reißen des Holzes zu verhindern. Auch auf der Rückseite werden die Gurte angezeichnet und der Sessel verjüngt sich nach hinten, so dass die Abstände zwischen den Gurten gleich sind. Das setze ich jetzt ziemlich in die Mitte. Die Gurte müssen vorgespannt werden, das heißt, die müssen etwas überdehnt werden, um ein späteres Durchhängen des Sitzbodens zu verhindern. Ein bisschen vor. So, und jetzt spanne ich das nach. Jetzt wird der Gurt gespannt. Das ist eine Gefühlssache, da muss man ganz einfach, da spielt die Erfahrung eine Rolle, zwischendurch fühlen, ist es stramm genug. Nicht, dass man die Zargen durch die zu starke Spannung tailliert. Die Pappstreifen werden benötigt, um ein späteres Ausreißen der Gurte zu verhindern. Hier habe ich nicht die Möglichkeit, den Gurt vorher anzuschlagen, wie an der Vorderseite. Jetzt wird der Gurt eingeschlagen und auch wieder versetzt angenagelt. So wird mit allen Gurten verfahren. Jetzt werden die Quergurte angezeichnet und da ist es einfach wichtig, dass die Gurte im nachher geflochtenen Zustand jeweils unter einer Feder sitzen. Hier.
Gestell ist nicht gleich. Die Quergurte werden geflochten angenagelt. Im Annageln wird das gleiche Verfahren verwendet wie auch bei den Längsgurten. Der Gurtboden wird jetzt belastet, aus zwei Gründen. Zum einen kann ich feststellen, ob die Nägel halten. Zum zweiten, um ein späteres zu starkes Überdehnen der Gurte beim Besitzen zu verhindern. Die Sitzfedern werden so gestellt, dass die Knoten zur Mitte hin zeigen, weil der Ring auf der Gegenseite des Knotens eine stärkere Spannung hat. Dann werden die Federn auf dem Gurtboden angezeichnet. Und an mindestens vier Punkten an den Gurten vernäht. Dabei sollte man darauf achten, dass der Faden eingefangen wird. Die Sitzmaße wurden vorher festgelegt. Jetzt wird die Messschnur angenagelt, um eine Maßgenauigkeit beim Schnüren abmessen zu können. Jeweils in der Mitte des Federrings wird auf die Zarge schon mal ein Gurtstift eingeschlagen, um nachher mit der Schnur daran gehen zu können. Jetzt wird die Stellschnur angenagelt und die Federringe eingefasst. Und da ist darauf zu achten, dass dieser Verlauf relativ, ja, gleichmäßig verläuft. Damit bekomme ich die Feder im mittleren Bereich, wo die Stellschnur ist, schon bis auf ein paar Millimeter auf das eigentliche Maß, wo ich hin muss, runtergeschnürt. Die Federn werden einfach mit einer Schlinge eingefangen und an den Punkten, wo ich im Nachhinein mit keiner Schnur mehr hinkomme, um die Stellschnur zu fixieren, wird eine Bohne verwendet. Jede Federreihe ist zu kontrollieren, so dass ich auf eine Höhe komme, weil ich ansonsten die Ungleichheiten mit dem Polstermaterial ausgleichen muss. Ja. Gut, das ist auch nicht so schlimm. Jetzt werden die Federn ausgerichtet, und zwar in der Reihenfolge, dass die vordere Feder ca. 1 cm nach vorne zeigt und die hinteren Federn 1 cm nach hinten, sowie die äußeren im gleichen Maße eben auch eine Neigung nach außen haben, weil durchs Besitzen werden die Federn nach innen gezogen. Tja.
Jetzt wird die Knotenschnur angebracht, die die Federn in der eigentlichen Position fixiert. Hier sieht man, dass der Knoten die Stellschnur, die einfache Schlaufe, einfasst, so dass die Feder sich an dieser Position nicht mehr verändern kann. Der Knoten muss auf jeden Fall fest zugezogen werden. Halte das fest. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Federn an der Zarge auf einer Höhe stehen. Wenn die Längsschnürung beendet ist, dann kann man die Stellschnur entfernen. Beim Querschnüren wird die gleiche Technik verwendet wie bei der Längsschnürung. Wenn ich die Federn verschiebe, muss ich immer den Schlaufe davor festhalten. Hier sieht man deutlich, dass die Federn da, wo Schlingen sind, einfach nochmal zu verstellen sind. Und bei der Bohne ist es etwas schwieriger. Hier fange ich die Knotenschnur nochmal mit einer Bohne ein, um ein Verrutschen der Schnürung zu verhindern. Ich hier mal auf. Hier schreibe ich meinen Namen und das Fertigungsdatum auf, weil ich mit meinem Namen für meine Arbeit stehe. Jetzt wird der Kantendraht abgemessen. Und angepasst. Er dient zur Stabilisierung der Federn im Randbereich.
So, mal gucken. Festgemacht wird er mit dafür speziell vorgesehenen Klammern. Der Kantendraht bleibt hinten offen, so dass er die Bewegung der Federn mitmachen kann. Jetzt wird der Federboden unter Belastung getestet, um festzustellen, ob die Schnüre in ihren Positionen bleiben, weil jetzt hat man auch die Möglichkeit nachzubessern. Da bei diesem Sessel kein zu harter Federboden sein sollte, verwende ich hier die deutsche Schnürung. Es gibt die Möglichkeit, jetzt auch noch diagonal drüber zu schnüren. Damit wird der Federboden fester und gibt nicht so sehr nach. Das ist aber in diesem Falle nicht gewünscht. Mit dieser Knotenschnur fange ich nochmal die Knotenschnüre in Längs- und Querrichtung ein. Das hat die Funktion, dass es verhindert, dass die sich verschieben können, und zum anderen fülle ich damit die Lücken zwischen den Federringen auf. Diese Knotenschnur wird natürlich längs und quer verwendet. Jetzt wird das Federlein vermessen. Zum exakten Zuschneiden ziehe ich einfach einen Faden aus dem Gewebe und dann habe ich einen geraden Schnitt. Das Federlein wird am Kantendraht möglichst fadengerade fixiert. Der Garnierfaden ist ein Hanfgarn, was man vor dem Vernähen wachsen sollte, um ein Aufdröseln zu verhindern. Das Federlein wird jetzt an der Kante vernäht. Und da sollte man darauf achten, dass der Faden nochmals eingefangen wird. Vernäht wird es aus dem Grunde, damit es bei der Bewegung des Federbodens mitgeht und sich nicht an der Kante aufreibt. In dem nächsten Arbeitsschritt wird das Federleinen an der Zarge angeheftet unter leichter Spannung, nicht zu stark. Und dann mit Klammern angeschossen. Eingeschlagen, damit es nicht ausfranst, und nochmals fixiert. Und das macht man natürlich an allen Seiten. Jetzt wird das Federlein an den Federn vernäht, um ein Durchscheuern zu verhindern. Jetzt wird der Lasierstich angebracht.
Den lässt man von der Außenkante ca. 6 cm nach innen verspringen. Er wird auch nicht angezogen, sondern der Faden bleibt lose, damit ich das Polstermaterial im nächsten Arbeitsgang unterschieben kann und den Faden dann eventuell nachziehen kann. In diesem Falle wird als Polstermaterial eine veredelte Palmfaser verwendet, die im Handel unter Elancrin oder Sanoncrin erhältlich ist. Das Material wird gezupft, vor allen Dingen um zu spüren, sind Knoten drin, ist es nicht ordentlich aufgedröselt. Und dann muss es ganz gleichmäßig auf der Fläche verteilt und nochmal verzupft werden, so dass es ja eine geschlossene Matte gibt. Sollte man ein Loch erfüllen, dann muss man dort das Material nachlegen und wiederum verzupfen. Jetzt wird das Formlein zugeschnitten. Jetzt zeichne ich jeweils die Mitte des Gestells vorne, hinten und seitlich an. Ziehe in dem Formlein in zwei Richtungen, in Schuss- und Kettrichtung, einen Faden und hefte dieses Formlein fadengerade über das unterlegte Material. Jetzt fühle ich, ob noch irgendwo im Polster Kuhlen sind. Gerade zu machen. Und an der Kante kann ich mit einer Vorzieher das Material etwas gleichmäßiger verteilen. Jetzt markiere ich auf dem Leinen diese Linien, die durchgesteppt werden, um ein Verrutschen des Materials zu verhindern. Zum Durchnähen verwende ich eine Patentnadel und einen speziellen, sehr reißfesten Faden. Jetzt merke ich, ich bin durch. Jetzt drücke ich das um. Ist er. Beim Durchsteppen der nächsten Reihen sollte man darauf achten, dass man immer zwischen die beiden Einstiche des Vorfeldes kommt, sodass ein Versatz entsteht und dadurch das Material optimal fixiert wird. Jetzt wird das Sanoncrin durch Besitzen nochmal verdichtet. Und im nächsten Arbeitszug werden die Durchnähfäden nachgezogen und gespannt. Jetzt geht es an die Ausbildung der Kanten. Dazu wird das Formlein ausgehängt. Eingerollt und über den Federboden geschoben. Und dann kann ich fühlen, ob irgendwo noch Material nachgelegt werden muss oder es an einer Stelle fester oder weicher ist, dass das Material entsprechend verteilt wird. Wichtig ist, dass das Material relativ gleichmäßig verteilt wird.
Die Kante wird kontrolliert, ob sie gerade ist. Dann wird das Formleinen an der Zarge vernagelt oder, wie man seitlich sieht, am Kantendraht vernäht. Der Leiterstich wird angezeichnet. Damit ich beim Einstich und Ausstich den gleichen Abstand habe. Beim Leiterstich ist darauf zu achten, dass der Ausstich möglichst exakt über dem Einstich liegt. Dieser Arbeitsgang ist natürlich umlaufend am Polster zu machen. Nun wird die Kante allseitig garniert und dieser Stich wird mit einem sogenannten Hinterstich gemacht. Die Vorderkante wird in einem zweiten Arbeitsgang nochmal garniert, um sie zu verfestigen. Auch hier ist darauf zu achten, dass beim Garnieren ein Versatz entsteht. Das Polstermaterial an der Sitzvorderkante wird jetzt ebenfalls nochmal abgesteppt, damit ein Verrutschen oder Verschieben nach unten verhindert wird. Nach der zweiten Garnierung wird an der Vorderkante nochmals ein Federlein angarniert, so dass ich eine exakt scharfe Kante habe und nach unten hin nicht nochmal den Boden aufpolstern muss. Bevor der Boden angenagelt wird, sollte man die Maßhaltigkeit überprüfen. Weil der Sessel mit einem losen Sitzkissen gearbeitet wird, wird ca. 12 cm von der Vorderkante das Material nochmal durchgesteppt, also durchgenäht, um anschließend eine etwas erhöhte Kante zu haben, um das beim Besitzen, das Herausrutschen des Sitzkissens zu verhindern. Die Vorderkante wird jetzt mit einem Naturlatex, was leicht schräg zugeschnitten ist, aufgepolstert. Das ist die sogenannte Pikierung. Das nehmen wir als Oberseite. Der Latex wird jetzt mit einem Kontaktkleber eingestrichen. Und nach kurzer Trockenzeit auf die Vorderkante aufgeklebt. Latex oder Schäume sind lichtempfindlich und sollten auf jeden Fall abgedeckt werden, was wir in dem Falle hier mit einer Schafschurwolle machen. Die Schafschurwolle verwende ich auch zum Ausgleichen der Kuhlen, die beim Durchheften entstanden sind, sowie als abschließende Pikierung auf dem Formpolster.
sich das mal in die 15 schneiden. Der Stoffbedarf wird vermessen, auf den Stoff übertragen und zugeschnitten, wobei der Stoffverlauf zu markieren ist. Die Stoffkanten werden gekettelt, um ein Ausfransen desselben zu verhindern. Unter dem Sitzkissen wird ein unifarbener Köperstoff verwendet. Der Köperstoff wird ebenfalls gekettelt und dann an den Bezugsstoff angesteckt und vernäht. Und zwar mit einer Kappnaht, das heißt eine Doppelnaht. Der Bezugsstoff wird jetzt mittig markiert und an dem durchgesteppten Boden, dort wo er mit dem Köper zusammentrifft, vernäht. Die Anteilshaage wird jetzt von der Innenseite, also zum Boden hin, gezogen. Die Sitzplatte wird jetzt an der Vorderkante festgesteckt und an den Seitenzagen diagonal eingeschnitten. Jetzt wird der Kissenboden an der Zage angeheftet. Der geheftete Stoff wird nun mit einem Überwendlingsstich an der Vorderkante festgenäht. Nach dem Annähen kann nun der ausgespannte Köperstoff an der Zage vernagelt werden. Am Vorderboden wird jetzt die Watte angesteckt und mit einem Faden fixiert, um ein Verrutschen oder Verschieben der Watte zu verhindern. Jetzt wird der Unistoff in Streifen geschnitten. Und dann diagonal vernäht, damit ein nicht zu starker Wulst an den Nähten entsteht. Jetzt wird die Maschine umgerüstet, und zwar mit einem Kederfuß, der eine Aussparung hat. Und in den eingeschlagenen Stoff wird eine flexible Rundschnur einkonfektioniert. Danach wird der Keder ebenfalls gekettelt und an den Sitzboden ankonfektioniert. Der Boden wird im Musterverlauf an den Sitzboden angeheftet, an den Armteilseiten eingeschnitten und um die vorher bezogenen Armteilzarge nach innen gezogen. Dann sollte man kontrollieren, dass der Keder parallel zum Boden verläuft. Nach der Kontrolle wird der Boden mit einem verzogenen Stich an den Oberstoff angenäht. Der Sitzboden wird jetzt an der Unterzarge vernagelt und nach oben hin abgedeckt, um ein Verschmutzen beim weiteren Verarbeiten zu verhindern. Die Armlehnen werden mit Federleinen abgedeckt. Die Armlehnfedern, welche deutlich dünner sind und schwächer sind als die Sitzfedern, werden jetzt auf der Armteilzarge aufgenagelt.
Die Stellschnur wird angebracht, die Federn ausgerichtet. Das mache ich auch in der gleichen Art. Und dann quer geschnürt, praktisch wie bei einer Taschenfeder. Dies wird bei allen Federn wiederholt mit einem leichten Gefälle nach hinten. Auch hier werden die Federn nochmal mit einer Knotenschnur überschnürt. Auch hier wird zur Fixierung der Federn beidseitig der Kantendraht angebracht. Die Schnürung bei den Armteilen wird ebenfalls mit einem Federlein abgedeckt und an der Kante vernäht. Die untere Armteilzarge wird verleimt und festgenagelt. In diesem Fall wurde sie verstärkt. Das Federlein wird an der oberen Armteilzarge vernagelt und seitlich unter Spannung ebenfalls an die Armteilzargen und Rückenzarge angenagelt. Auch hier wird das Federlein an den Federn vernäht. Die Arbeitsschritte sind an der zweiten Seite selbstverständlich genauso auszuführen. Auch hier sind Lasierstiche anzubringen, um das Polstermaterial zu halten. An der vorderen Armteilblende wird nun das Kantenborli angebracht. An den Schnittstellen wird es umwickelt, um nach dem Schneiden ein Ausfransen zu vermeiden. Das Kantenborli wird an den Ohren und über den Rücken ebenfalls angeheftet, an den Ecken um 90 Grad eingeschnitten und festgetackert, mit einem leichten Überstand von ca. 1 cm.
Gut. Das Sanokrin wird jetzt unter die Lasierstiche geschoben und wiederum zu einer Matte verzupft. Jetzt wird der Bedarf des Formleins ermittelt und an den Armteilzargen angeheftet. Das Antreibholster wird ebenfalls durchgesteppt, abgeheftet, um ein Verrutschen oder ein sich Verteilen des Materials zu verhindern. Auch hier versetzt. So. Das Formlein wird am Gestell angeschossen. Und
an der vorderen Borlikante vernäht. Diese Arbeitsgänge werden seitengleich wiederholt. Das Armteil wird mit Schafschurwolle ummantelt, an der Zarge eingeschlagen. Und mit Nessel bezogen. Durch die Rundung in beiden Richtungen muss die Vorderseite in Falten gelegt werden. Die Falten werden immer zum Mittelpunkt hin gelegt. Die Gestellohren werden mit Federleinen zugespannt. Das in Form geschnittene Latexteil wird jetzt wieder mit Kontaktkleber am Kantenborli befestigt. Der Bedarf für den Armteilbezug wird gemessen, auf den Stoff übertragen und dabei ist nochmal darauf zu achten, dass der Stoff immer beim Verarbeiten die gleiche Richtung verläuft. Beim Rücken von oben nach unten, bei den Armteilen von hinten nach vorne, sowie bei dem Sitz ebenfalls von hinten nach vorne und bei dem vorderen Boden von oben nach unten. Der Armteilstoff wird ausgeheftet und zwar auf beiden Seiten gleich, um auch einen gleichen Musterverlauf zu garantieren. Auch hier muss man den Stoff vorsichtig an der Zarge einschneiden. Auch hier sollte man darauf achten, dass die Falten zur Mitte hin laufen und in eine Richtung, entweder von innen nach außen oder von außen nach innen, aber auf beiden Seiten gleich. Nun kann der Bezug an der Zarge festgetackert werden. Jetzt werden die Plenden angepasst, weil es durchaus sein kann, dass man an dem Stoff noch nachschießen muss, damit die Blende passgenau aufs Gestell geht.
Auch bei den Ohren wird der Latex mit Schafschurwolle abgedeckt. Die Maße werden auf den Stoff übertragen und unter Berücksichtigung des Musters zugeschnitten, geheftet und bezogen. Bei der Rundung der Ohren müssen ebenfalls Falten gelegt werden und hier ist darauf zu achten, dass die Falte immer nach unten gelegt wird und möglichst auf beiden Seiten eine gleiche Anzahl gelegt wird. Jetzt wird kontrolliert, ob die Rückenlehne reinpasst oder ob es zu stark aufgepolstert ist. Die Rückenlehne ist mit Gummigurten bespannt, worauf der Latex aufgeklebt wird. Okay. Ja, tiefer. Die bezogenen Ohren- und Armteile werden mit Nessel abgedeckt, um zu verhindern, dass irgendwelche Klebereste sich an dem Stoff abreiben. Dann wird der Rücken eingepasst und am Gestell verschraubt. Der überstehende Latex wird jetzt ebenfalls an den Kantenborley verklebt. Der Latex wird ebenfalls hier mit Schafschurwolle abgedeckt. Der Rückenbezug wird zugeschnitten unter Berücksichtigung des Musterverlaufes. Um einen zu großen Verschnitt des hochwertigen Stoffes zu vermeiden, werden seitlich Zugstreifen angenäht an den eben unsichtbaren Stellen. Nun wird der Bezug geheftet, die Mitte angezeichnet, der Musterverlauf wird kontrolliert und seitlich und oben sowie unten an den Zagen angeheftet. Nach Überprüfung des Fadenverlaufes und Musters wird der Stoff am Gestell festgetackert. Die Pappe wird am Rücken angeheftet, die Rundung wird nachgezeichnet und das möglichst exakt, damit man die Pappe gleichzeitig auch als Zuschnittschablone für das Rückenspannteil verwenden kann. Der Stoffzuschnitt wird 1,5 cm größer gemacht, um nachher den Keder daran konfektionieren zu können. Die Seitenspannteile und die Ohren müssen natürlich mustergenau an das Rückenspannteil angeheftet werden und vernäht werden.
Anschließend wird die Pappe am Gestell festgetackert. Nach der Kontrolle des Musterverlaufs werden die Spannteile abgenommen und der Keder dran konfektioniert. Dann wird der Sessel von außen wattiert. Und das Spannteil wird angeheftet. Das Spannteil wird dann mit einem verzogenen Stich an dem vorhandenen Bezug ziemlich in der Ecke angenäht. Jetzt wird der Stoffverlauf auf den Blenden angepasst. Da stimmt das Muster. Verklebt. Der Keder rückseitig angetackert. Und in den Rundungen ausgeschnitten, damit der Stoff nicht zu sehr aufträgt. Der Anfang und das Ende der Kederschnur wird umgeklebt und vernagelt. Die Blende wird jetzt an dem Gestell mit Nägeln mit gestauchtem Kopf angenagelt. Und anschließend der Stoff über den Nagel gezogen, sodass man die Nagelstelle nicht mehr sieht. So. Die Füße sind mit einem passenden Leder beklebt worden. Die Spannteile werden jetzt an der Unterseite der Zargen angenagelt. Der Spannstoff wird jetzt an der Unterseite der Zarge angeheftet. Und anschließend vernagelt. Okay.
Die Form des Sitzkissens wird auf dem gespannten Nessel angezeichnet, ausgeschnitten, auf Papier übertragen. Danach auf den Latex übertragen, abgezeichnet und ausgeschnitten. Der Latex des Sitzkissens wird ebenfalls mit Schafschurwolle ummantelt und dann in einen Nesselbezug gefüllt. Der Stoff des Sitzkissens wird erstmal locker über das Kissen gelegt und dann markiert, um einen exakten Musterverlauf zu garantieren. Jetzt wird die Kissenschablone auf den Stoff übertragen mit einer 1,5 cm Nahtzugabe. Die Zuschnitte werden gekettelt und an dem Boden der Keder angenäht. Die Kissenfüllung wird nun in den fertigen Kissenbezug eingefüllt. Jetzt darf man ihn besitzen.